Bello, hallo, grüß dich, danke, dass du Zeit hattest. Wie gut fühlt sich das an? Ja, es ist ein Gefühl, was wir schon sehr lange nicht mehr hatten, dass wir auch auswärts nochmal 90 Minuten überzeugendes Spiel machen und auch 3 Punkte holen und absolut verdient. Und ja, das ist jetzt eine große Erleichterung auf jeden Fall. Auch du mal wieder mit dem Kopfballtor. Ich hatte ja schon direkt danach mit dem zweiten gerechnet, weil das machst du dann ganz gern noch. Wie gut fandest du es heute ganz generell von euch hinten als Abwehrleistung? Ganz speziell du und André. Ja, ich glaube, ich will jetzt hier keine einzelnen Spieler rausheben, aber wir haben wirklich geschafft, über 90 Minuten bis auf eine Chance nach einem Eckball fast keine Chancen zuzulassen. Und das gegen eine Mannschaft, die in der Offensive wirklich zu den Top 4 oder 5 Mannschaften in der Liga zählt. Und das ist wirklich richtig gut gewesen von uns heute und auch von den Offensivspielern, was Levin da und Yoshi vor allem und auch, ja, auch die Sechser, was sie für Meter gemacht haben, das nimmt uns hinten sehr viel Arbeit ab. Hallo André, das letzte Mal haben wir dir versprochen, dich nicht immer nur nach Niederlagen zu interviewen, sondern immer nach einem Sieg. Wie fühlt sich gerade so ein Sieg hier in unserer Situation gerade an und auch vielleicht für dich, weil du hast auch hier in Leverkusen gespielt? Ja, natürlich, heute war ein sehr besonderes Spiel, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für mich. Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel ist, dass wir mussten unbedingt dieses Spiel gewinnen, oder zumindest hier einen Punkt zu machen. Und ja, der Sieg hat uns gelungen und ja, das war einfach ein Zeichen, dass das, was wir heute gelassen haben. Ich glaube, von Anfang an habe ich schon gezeigt, dass wir wollten mehr als Leverkusen. Wir haben sofort schon 2 Tore geschossen und danach waren wir wirklich so ein richtiges Team, so richtig kompakt und haben nichts dahinter zugelassen und vorne alles perfekt gemacht. Also ja, wirklich Kompliment für die Mannschaft. Ich kann mich daran erinnern, als du zu Mainz 05 gekommen bist und wir uns das erste Mal unterhalten haben, hast du gesagt, dass du eigentlich am liebsten Sechser spielst, aber immer Innenverteidiger gespielt hast. Jetzt spielst du hier bei uns auch diesen Innenverteidiger und das machst du ziemlich gut. Also bist du trotzdem da zufrieden oder würdest du doch gerne auch ein bisschen eine Reihe nach vorne rücken? Ja, das finde ich schon auf jeden Fall zufrieden. Ich habe schon oft gesagt, dass ich kann in beide Positionen spielen. Ich habe noch nie gesagt, dass ich spiele ungern in diese Position. Nein, du hast nur gesagt, lieber den Sechser. Ja, das stimmt, lieber auf den Sechser. Aber ja, ich bin einfach froh, dass ich diese Spielpraxis bekomme, was ich mir gewünscht habe. Und ja, wie gesagt, für mich ist es wichtig zu spielen und wenn ich irgendwann wieder auf der Sechser komme, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber wenn ich auch so weiterspiele in der Innenverteidigung, das ist auch okay. Wichtig für mich ist, die Mannschaft zu helfen und ja, ich glaube, nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft hat das ganz gut heute gemacht. Robin, your first game in New Jersey, just a few minutes, but how about your first impressions? First of all, I'm very happy that we won the game. Very good team performance of the team and I'm very happy because of that and my debut was just a bonus for me. I'm happy that we won. And what can you tell about the first weeks here in Germany, for maybe the first weeks you saw the league? What's your impression about that? My impression is that I've made my right choice. I feel good in my choice that I've come here. The team is very good guys. The staff are very nice to me and I feel very happy here. And my experience of the league is it's amazing. Just look how many people it is in every game and I'm very happy to be here. War das so abgesprochen, so ein Feuerwerk abzufeiern direkt am Anfang? Ja, na klar, hatten wir uns vorgenommen, gleich von der ersten Minute da zu sein. Ich denke, es hat gut geklappt. Wir hatten viele Chancen am Anfang, haben auch die 2 Tore gemacht. Ja, haben dann defensiv auch sehr gut gestanden. Super verteidigt. Ich glaube, bis auf eine große Chance nichts zugelassen. Und wir als Mannschaft freuen uns jetzt, die 3 Punkte mitgenommen zu haben. Wie wichtig ist sowas auch mal, völlig abgesehen von diesen 3 Punkten, einfach auch für den Kopf? Also sind es im Kopf fast schon 6 Punkte, weil es halt einfach so wichtig war, heute mal zu zeigen, auch mal, wir können auch, wenn wir wollen, richtig zurückhauen. Ja, ich denke, wir wollten nochmal wieder auswärts gewinnen, auswärts einen Dreier holen. In der Tabelle ist natürlich auch enorm wichtig, jetzt die 3 Punkte geholt zu haben. Ja, ich denke, wir haben heute alle gezeigt, dass wir wollten, haben Gas gegeben und verdient die 3 Punkte geholt. Ja. Wie kannst du dir selber erklären, wie es manchmal bei uns sein kann, dass wir am einen Wochenende echt überhaupt nicht das spielen, was wir können, und am nächsten Wochenende dann so ein Spiel wie heute? Wie kann man so den Wechsel zwischen dieser Leistung erklären? Ist das eine reine Kopfsache oder was spielt da oft mit rein?
Ich denke, das sind auch immer Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Jetzt, letztes Mal sind wir gleich am Anfang durch den Standard in den Rückstand gegangen. Ja, jetzt haben wir selbst das Tor vorne gemacht, konnten dann auch besser stehen, mussten nicht ganz so viel riskieren und konnten unsere Konter spielen. Und es hat einfach alles heute gepasst und wir freuen uns einfach, die drei Punkte mitgenommen zu haben.